Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle und wir sind heute nicht in Seven Days to Die, auch nicht in Beasts of Prey, nein, wir sind in Ark, Survivor Evolved. Ja, ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, aber ich habe mich jetzt killen lassen vor irgendeinem blöden Vogel, ja, um nochmal neu anfangen zu können. So, hier seht ihr also, man kann Männlein, Weiblein, ah, guckt mal doch mal, Body, ah, gut, Hüfte, zip, ui, scheiße, okay, nein, wir nehmen ein Männlein und Haarfarbe ein bisschen dunkler machen. Wenn das überhaupt was bringt, ja. Ansonsten lassen wir den jetzt mal so. Ich nenne ihn natürlich Onkel Argyle und werde diesen, ja, so, wir sind nachts herausgekommen. Das ist jetzt natürlich blöd, denn mich friert schon. Das ist ungünstig. So, was haben wir denn? Dann gucken wir doch mal. Ja, das mache ich das nächste Mal auch. Denn am Anfang, wenn man noch keine Waffen hat... Das tut ja schon vom Zuschauen weh. Scheiße. Okay, die ist zum Glück ja, harmlos. Naja, harmlos. Die greifen mich zumindest im Moment nicht an. So. Au. So, den Baum haben wir gefällt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein Steinchen finden. Ich habe im Moment noch, was heißt noch? Ich habe im Moment die Grafikeinstellungen etwas runtergeschraubt, denn... Okay. Denn ich weiß nicht, ob der Rechner das so packt. So. Nun gucken wir doch mal. Hier haben wir Steine. Steine aufheben tut man mit E. Steuerung, ganz normal WASD. So, sammeln wir mal ein paar Steinchen. Ist natürlich blöd, dass es jetzt Nacht ist. Das war eigentlich so nicht geplant. So, jetzt gehen wir mal ins Inventar. Hier habt ihr das Inventar. Hier seht ihr, was gerade im Inventar drin ist. Hier Craftables kann man, was man, sieht man, was man gerade herstellen kann. Ich kann jetzt mal eine Steinpickaxe, da seht ihr, was man alles braucht. Stein, Holz, Thatch, keine Ahnung, was das ist, ja, Gras oder irgendwie sowas. Gut, dann klickt man das an, auf Craft Item, und dann seht ihr hier oben, dass es zusammengebastelt wird. Jetzt habe ich das im Inventar, gehe wieder hier rüber und kann... Hallo? Use Item. Warum kann ich das jetzt nicht rüberziehen? Ah, hier, genau. So, jetzt habe ich das drin. Mit Escape gehe ich wieder raus. Jetzt habe ich das Ding in der Hand. Ah, schön, es wird Tag. Und dann kann man... damit Holz sammeln. Ich glaube, ich muss mal die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Kann man das überhaupt? Yep. Hier ein bisschen. Genau. Ich weiß nicht, ob das bis jetzt zu laut war, das Spiel. Müsst ihr mir halt schreiben. Und ihr seht, ich habe ein Level-Up bekommen.
Man kann diese Sachen hier auch aufsammeln, aber dazu darf man nichts in der Hand haben. Also drücke ich nochmal die 1, dass es weg ist. Und seht ihr, Beeren und ja, irgendwie so Grasbüschel Zeug. Genau, Fiber heißt das Zeug. Ah, einen Stein aufgehoben. Das geht hiermit auch. So, irgendwelche Beeren. Aha, okay. Hier braucht man also die Axt. So, gut. Nein, das wollte ich nicht. Das war jetzt anscheinend die Chatzeile. Gut, nehmen wir das wieder in die Hand. Und jetzt, genau, Inventar. Hier seht ihr jetzt, was ich alles schon eingesammelt habe. Hier kann man die Sachen erhöhen. Ich nehme jetzt mal Stamina. Bin ich jetzt auf 110, seht ihr. Und hier, es gibt Punkte beim Levelaufstieg. Und dann kann man sich die Sachen hier zusammenbasteln. Ich mache jetzt mal den hier. Das ist eine Steinaxt. Lernen. Und den Speer, den lernen wir auch mal. Gut, dann machen wir wieder zu. Und seht ihr hier, Stamina ist jetzt 110, war vorhin 100. Gut, gucken wir doch mal, was können wir denn, können wir schon irgendwas machen? Nein, was brauchen wir denn hier? Flint, okay. Und hier brauchen wir Holz und auch Flints. Alles klar. Holz, 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 komm her. Okay. Ja, Grafik. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob mein Rechner die höheren Grafikeinstellungen packen würde. Naja, muss ich bei Gelegenheit mal gucken. So, Stein kann man natürlich auch abbauen. Seht ihr? Flint, Flint, nochmal Flint, nochmal Flint. Und nochmal Flint. Und dann habe ich mit meiner kleinen Pickaxe diesen riesen Felsen zerlegt. Hier. Ah, genau. Hier, komischer Dodo. Jep. Da oben auch ein Dodo. So, nochmal ein paar Steine. Ich weiß nicht. Ah, so, nehmen wir das wieder weg und sammeln die Dinger hier von Hand noch ein. Ich bin jetzt übrigens in einem lokalen Spiel. Ich habe vorhin mal versucht, auf die Server drauf zu kommen, aber alle voll. Da habe ich mir gedacht, gut, test es doch mal das lokale Spiel. Nur um ein bisschen was zu zeigen. So. Dann gehen wir wieder ins Inventar. Gucken wir mal. Was können wir denn jetzt schon machen? Genau, den Speer können wir uns schon herstellen. Dann Craft Item. Einen Speer. Und dann machen wir uns die Steinaxt auch noch. So, sehr schön. Also, jetzt haben wir hier die Steinaxt, die wir eigentlich hier runterziehen wollen. Und den Speer, den ziehen wir auch hier runter. Der Speer kann bei Gebrauch brechen. Habe ich vorhin schon mitbekommen. So. Nehmen wir mal den Speer. Also, ich kann den. So. Und dann, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte. Nee. Ah, wenn ich die dann wieder loslasse, dann wirft er den Speer. Wenn ich drüber laufe, hebe ich ihn wieder auf. So, gucken wir doch mal. Jetzt gehen wir mal hierher zum Freund. Hallo? Hallo, Freund. So, der ist gleich mal hinüber. Ah, oben kommt sein Kumpel. Der ist etwas angefressen. So, ich kann jetzt auf die Steinaxt wechseln. Und wenn ich dann hier drauf kloppe, dann zeigt er mir, ich habe Stein,
Fleisch abgebaut und Fell. Ja, sein. So, seht ihr, jetzt ist, hat's angezeigt, meine, mein Speer ist gestorben. gestorben. Ist zerbrochen. Ja, ist ein bisschen blöd. Kann man jetzt nicht ändern. Die Pickaxe und die ganzen Werkzeuge haben auch eine Haltbarkeit. Gehen wir nochmal rein. Seht ihr hier unten? Das klicke ich jetzt mal an. Kann man das anklicken? Nein, kann man nicht anklicken. Wenn ich das jetzt wieder hier hochziehe. So. Ah, Repair Item. Okay, das geht also gar nicht. Kann man wahrscheinlich nur später bessere Waffen oder sonstiges herstellen. So. Davon habe ich jetzt nichts. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich habe hier einen riesen Turm gesehen. Ich habe keine Ahnung, für was der gut ist. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir uns befinden. Ob wir in, ja, in einer, ja, uns in einer anderen Welt befinden oder in der Urzeit oder, ja, das weiß ich nicht. So, gucken wir mal. Wir bekommen Holz von dem Ding. Sehr schön. Ach ja, genau. Ich kann ja ins Inventar. Was nehmen wir uns denn? Wasser geht natürlich runter. Das ist blöd. Ich mach mal die Bewegung. So, dann seht ihr hier. Note, keine Ahnung, was das ist. Dann Campfire. Kann man machen. Das lernen wir auch mal. Dann Hosen, Shirt, eine Foundation. Kann man auch machen. Dann irgendein Holzzeichen, ein Hut, Schuhe, ein Schlafsack. Den lernen wir jetzt mal und dann lernen wir mal die Hose noch. So. Da muss man bloß immer aufpassen, nicht dass dann irgendwo Besuch kommt. So. Jetzt kann es mir natürlich passieren. Aber das habe ich noch nicht rausbekommen, wie das dann funktionieren soll. Dass ich irgendwann durstig bin und Wasser brauche. Die Anzeigen seht ihr auf der rechten Seite unten. Und Flüssigkeit geht relativ schnell runter. Ich habe allerdings auch noch keine Ahnung, wo man was zu trinken findet. Was? You are defeated? Was war das jetzt? Hä? Okay. Das war schon mal ein seltsames Geräusch. Dann laufen wir mal hier rauf. Gucken wir doch mal. Okay, na, so richtig flüssig läuft es aber hier nicht. Müsste ich eventuell mal gucken an meinen Einstellungen. Kommt man hier hoch? Nein. Hopp, hopp jetzt, komm. Na also, geht doch. Man hat eine Karte. Seht ihr, mit M. Okay, sieht kacke aus. Dann, nee, passt. Jetzt hier seht ihr unten die Karte. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie... Ah ja, mit dem Mausrad kann man irgendwie raus und reinzoomen. Okay. Ah. Okay, ich laufe jetzt mal. Ich glaube, der Große ist nicht sehr freundlich. Fuck! Okay. Level 19. Okay. Ja. Okay. Also, bin schon mal gestorben. Wir haben halt jetzt gar nichts mehr. Die Sachen werden hier zwar noch angezeigt,
Und wenn ich die dann wieder zusammenbastle, dann werden die auf diese Slots gezogen. Okay. Na gut, der erste tot. So. Jetzt brechen wir uns wieder die Hände. Ja, klasse. So, passt. Ich muss jetzt mal was gucken. Okay, das hier bleibt noch. Okay. Die Sachen, die ich gelernt habe, bleiben auch noch. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wie kann man denn eigentlich einen Schlafsack machen? Was braucht man denn? 25 Hide. Okay, und 15 Fiber. Das ist natürlich schon einiges. So. Als erstes das hier. Dann brauchen wir noch 10 Thatch. Ah. Au. Au. Ah. Okay, das mache ich das nächste Mal, wenn ich in den Wald gehe, mache ich das nächste Mal auch so. Einfach mit den Händen die Bäume umlegen. So, okay. You're hot. Ja, mir ist warm. Gut, ich stehe mitten in der Sonne. Ich stelle mir jetzt einfach mal her. Vielleicht hilft es ja was. Und dann craften wir mal. Und zwar machen wir uns wieder die Stone Pike. Hier seht ihr dann oben, habt ihr auch gesehen, was alles verbraucht wird. Seht ihr, wenn ich das jetzt mache, dann wird es gleich wieder unten auf den Slot gezogen, wo es vorher drin war. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwie einen Rucksack wieder finden kann, wo die Sachen vorher drin waren. Okay, ich habe irgendwas vorhin ausgeschaltet. Das muss ich, glaube ich, wieder anmachen. Oh, ich glaube, das hier, ja, richtig, das war mein Lagerfeuer vom anderen. So, kann ich euch einmal zeigen? Ich habe das Lagerfeuer gemacht. Also ganz normal gebaut, dann die Taste E drücken, gedrückt halten und dann geht der Ring hier auf. Dann Access Inventory. So, und jetzt seht ihr hier, ich kann splitten. Okay, kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Ah, okay, mit Umschalttaste gedrückt kann ich das dann splitten. Seht ihr? Jetzt ziehe ich das mal hier rüber und dann Lightfire. So, jetzt habe ich hier ein schönes Feuer. Wenn ich jetzt wieder E drücke und gedrückt halte, kann ich wieder Access Inventory. Dann könnte ich hier zum Beispiel Fleisch reinziehen oder sonstiges, um das dann zu kochen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Und ich mache das Feuer auch wieder aus. Wenn man E drückt, dann macht er das Feuer wieder aus. So. Dann sammeln wir wieder ein paar Steinchen ein. Das soll hier eigentlich nur im Moment ein kleiner Überblick sein oder ein kleiner Einblick ins Spiel, was ich bis jetzt so, ja, herausgefunden habe, gesehen habe. Wie gesagt, ich habe noch nicht recht lang gespielt. Ich weiß nicht, wie die Performance ist, wenn man es auf dem Server spielt. Ich habe nur gesehen, dass in der Serverliste, also der niedrigste Ping, der mir angezeigt wurde, war, ich glaube, 156. Ist jetzt nicht so toll, muss man gucken, wie das ja, wie das dann im Spiel ist. Das Spiel gibt es seit gestern. Ich habe mir das gestern Abend geholt, habe es dann aber. Ah, fuck, schon wieder so ein Viech.
Okay, das rüttelt natürlich schon. Okay. Ja, you were killed by a Raptor. Level 4. Gut. Ja, ruckelt etwas. Das war jetzt mal ein kurzer Einblick ins Spiel. Ja, viel kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gespielt. Ich werde es die nächsten Tage, Wochen auf jeden Fall weiter beobachten. Werde auch gucken, wie es denn aussieht mit Patches, sonstigen Verbesserungen etc. Ja, und dann werde ich wohl immer mal wieder reingucken. Vielleicht, wenn es die Zeit zulässt, werde ich auch öfter mal Erfolge hiervon bringen. Wird sich raussteigen, kann ich noch nicht versprechen. Ansonsten sage ich mal danke fürs Zusehen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. So, jetzt gucken wir doch hier und gucken wir doch hier nochmal und dann machen wir noch einen Screenshot. Alles klar. Okay, also dann macht's gut. Bye, bye.